Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 7 von Simotrans mit dem, sag schon, Comicpack. Und wir hatten Kommentare. Die Tante Mimi hatte geschrieben, dass ich irgendwie was verlegen soll. Ich bin jetzt aber gerade ein bisschen am Überlegen, was sie meint. Ein bisschen weiter nach links. Ein Feld nach links, vielleicht hier lang fahren, meint sie. Oder hier lang. Ja, hier lang wird es schon mal Sinn machen. Ne? Da müsste ich natürlich ja schauen. Und Frau Gütersloh hat sie auch gesagt, weiter links. Also hier wird es jetzt links weiter nichts geben. Aber hier auf jeden Fall. Ne? Das wäre dann zwei Felder mehr, sagt sie. Und dadurch könnte man vielleicht schneller da ans Ziel kommen. Müssen wir mal gucken. Machen wir gleich nach dem Intro. Da waren auch noch zwei andere Sachen, die wir gucken müssen. Also, wir schauen, was da gleich passiert. Bis dann. So, dann gucken wir mal zu. Bevor ich die, also das mit der Linie, da gucken wir gleich. Wir gucken erstmal die zwei Sachen. Also, ich habe hier wohl eine Kutsche fahrend, die keine Dingens aufnimmt. Sag schon. Keine Fahrgäste vielleicht aufnimmt, weil Fahrzeugdetails noch auf nicht laden ist. Also hier, diese Kutsche ist es nicht. Die ist es auch nicht. Aber die müsste ja eigentlich von Lüneburg nach Burg fahren nur. Das ist die Bushaltestelle. Und das ist es auch nicht. Habe ich jetzt... Doch, da ist das Fahrzeug. Das ist aber auch nicht. Die sind alle richtig unterwegs, in Anführungsstrichen. Habe ich irgendwo einen vergessen? Ah, warte mal, hier ist noch eine Kutsche, die sehe ich gerade. Dann muss es die sein, oder? Hopp. Ja, da haben wir sie gefunden. Wunderbar, danke Tante Mimi. Fahren wir nicht so viele Miese ein. Vielleicht sind das die 10% Marge, die uns da fehlen. Hier fährt es noch weiter. Okay, wir wollten aber, sie hatte noch gesagt, dass zwischen Jena... Köln und Jena war das. Hier irgendwo ein blauer Teich mitgenommen werden sollte. Der bringt nichts. Das ist nur eine Deko in der Landschaft, wie man sieht. Hier steht nichts von Passagieren. Die kann man nicht irgendwie abgreifen, da, dass da ein Ausflugsziel ist oder sowas. Das ist nur eine Deko für die Landschaft. Die sieht cool aus, finde ich. Hat Lertin gut gemalt. Kosten für die Entfernung kostet 1 Euro. Dann haben wir das Biotop weggeschmissen. Naja, aber... War ja eine Möglichkeit, ne? Aber ist es leider nicht. Und da oben war ja auch nichts, ne? Ich hatte, dieses hier ist auch eine Deko, da ist das gleiche in grün, da gibt es auch nichts. Gut, dann ist das schon geklärt. Jetzt müssen wir nur eine Zuglinie hier machen. Ich weiß nicht, sie sprach davon, hier zwei Felder davor rüber zu machen, aber hier verstehe ich jetzt nicht. Lass uns mal das aufbauen hier. Das wäre da. Wir können hier jetzt... Ja, das, diese Erdarbeiten sind immer teuer, ne? Das ist schon mal klar. Kann man das sehen, wenn man das macht? Warte mal. Da. Da. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe? Ne, kann man nicht sehen. Lassen wir jetzt sein. Will ich jetzt auch nicht. Wir wollen jetzt nur gucken, dass wir hier vielleicht verkürzen. Also hier runter macht ja schon Sinn. Dann würde es hier runter vielleicht noch Sinn machen. Und da weiterfahren. Und hier geht die Linie da lang. Nee. Kriege ich das so hin? Warte mal, da ist... Nee, da ist nicht möglich. Weil dieser Huppel im Weg ist. Also müssen wir hier hoch, hier hoch. Dann macht Simotrans schon wieder, was es will, ne? So. Da will ich lassen, weil dann kann ich den Bahnsteig noch verlängern. Vielleicht ist es so, weiß ich nicht. Und wir müssen den dann auch wegmachen, weil der ist ja falsch. Und dann, ja, haben wir jetzt noch ganz viele Sachen hier, ne? So ist es ein bisschen kürzer.
Definitiv. Jetzt ist unser Lokschuppen nur so doof hier liegend, ne? Und das ist natürlich teuer hier, ne? Wenn man das so lässt. Machen wir so, oder? So passt es erstmal. So hier ist alles gut, denke ich. Ja, das ist schon ziemlich die kürzeste Linie. Das würde ich mal so lassen, ne? Hier nochmal reingeguckt, ne? Auch nichts mit Geld kann man kassieren. Gut, dann war jetzt noch unser Gedanke für diese Folge, dass wir Neubrandenburg mit Köln verbinden. Da ist jetzt die Frage, wie rum, ne? Also ich tippe mal, wir würden von da aus lostigern, oder? Weil das haben wir ja schon so gemacht, dass wir verlängern wollen. Schwierig. Wie kommen wir denn hier in Köln an? Ach, hier unten kommen wir in Köln an, wenn. Würde nur hier Sinn machen, ne? Warum ist der jetzt noch darüber gesprungen, so ein Shit? So, auf ein neues. So, wenn ich da hingehe und gehe jetzt hier so rüber, wo will er langfahren? Da will er langfahren. Ist das optimal? Hier geht's hoch. Höher, 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 ganz hoch. Also ich würde ja hier langfahren wollen, ne? Weil ich dann eine Steigung weniger habe, auf jeden Fall. Hier lang würde jetzt nicht so einen Sinn machen. Ja, ich würde jetzt schon hier vorbeifahren wollen. Sieht das gut aus? Ich würde sagen, ja. Und von da nach da, oder? Würde ich auch so machen. So, jetzt müssen wir in Köln noch den Bahnhof setzen. Den da. Zwei wollen wir nur machen. Schon wieder gewillt, den dritten auch noch zu machen. So, jetzt müssen wir noch eine Linie ändern, ne? Die mit dem Zug. Aber jetzt müssten wir doch tatsächlich überlegen, ob wir das so machen oder nicht, ne? Weil 1, 2, ne, es sind 3 Streckenabschnitte erst. Okay, ne, das ist bei der Bahnhof. Das ist der Zug. Okay, da sind noch nicht alle voll drin. Dann lass uns die Linie ändern. Regionalbus Lüneburg, das können wir, ach, da muss ich es löschen. Regionalzug Gütersloh Neubrandenburg, ja, der muss sowieso anders heißen mittlerweile. Lüneburg Gütersloh Neubrandenburg Köln. Passt. Und Fahrplan ist 1 hinzufügen. Ich wollte einfügen. Ach komm, dann mach den noch mal weg. Einfügen bitte. Und dann den. Köln, Neubrandenburg, Gütersloh, Lüneburg, Gütersloh. Und am Ende müssen wir jetzt hinzufügen machen. Okay, das war jetzt, habe ich gemerkt, woran es liegt. Und Neubrandenburg. Und dann fährt er wieder nach Köln. Und dann Neubrandenburg, Gütersloh. Ich glaube, das ist so richtig. So, dann haben wir das auch erledigt. Und dann können wir hier die Kutschen allerdings rausnehmen. 6 Personen sind da dran. Vielleicht lassen wir die erst noch, oder? Machen wir die schon weg. Auch 6 Personen.
Auch 6 Personen. Knapp daneben ist auch vorbei. 6. 6. 3. Okay. Das sind 6 Kutschen. 6 mal 6 sind 36. Okay. Dann würde ich sagen, mustern wir aus. Ausmustern. Und ausmustern. Und ausmustern. Jetzt haben wir nur noch 2 drauf, ne? Der und der. Gucken, ob der welche mitfahren. Ja, klar, fahren da welche mit. Auch wenn die Zuglinie ist, aber hier kann man auch mitfahren und ist wahrscheinlich schneller da, wie wenn der Zug fährt, oder? Weiß ich jetzt nicht, wie wir das handhaben. Sollen wir noch 2 fahren lassen? Ich lasse mal noch 2 fahren. Haben wir das da hinten bei Lüneburg auch gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, da haben wir sie alle runtergenommen. Vielleicht ist das auch besser da. Komm, auch ausmustern. Und welche war da noch? Diese hier. Und die mustern wir auch aus. So, da haben wir das geklärt. Müssen wir nur gucken, wie wir hier weiterfahren. Wo ist der Zug? Da. Noch erwischt. 9 Passagiere nur da drin, ey. Wie stehen denn hier? Ah, hier stehen schon mal 14 nach Gütersloh. 7 über Gütersloh sind 21. 5. 26 dann. Köln 27. Aber warum fahren die hier nicht über Gütersloh? Über Köln Rathaus, über Gütersloh Rathaus. Hier steht noch nicht mal über, ne, sondern hier steht einfach nur Neubrandenburg Rathaus. Der Zug kommt jetzt, das interessiert mich ja jetzt, was da passiert. Köln auch weg, okay, dann war das ein Anzeigefehler wohl. Zwei Brücken ist natürlich die andere Richtung, ne, ist klar. Und da fahren ganz viele hin und her. 6 von 6. Wie viel stehen denn hier Lüneburg-Burg? Sechs von 6. Fahren denn hier auch welche noch weiter? Sind da noch welche unterwegs? Nö. Wie viel sind denn auf der Strecke da? Köln-Neubrandenburg, das gibt Geld. Aber sonst nicht. Aber die haben wir auch gerade gelöscht, sozusagen. Lüneburg, 2 Brücken. Wer fährt denn da? Fahrplan? Ne, Statistik, Fahrzeugliste. Okay, da sind reichlich drauf. Fahrplan. Ach so, die fahren noch über Burg und fahren dann auch noch weiter. Lüneburg-Rathaus, Lüneburg-Burg. Ah, okay. Da haben wir dann nur eine extra Linie gemacht. Naja, das ist ja auch okay, dann denke ich. Aber es ist niemand, der jetzt hier nur bis dahin fährt, sozusagen, und dann weiterfährt. Wie viele Gäste sind denn hier unten am Stehen für 2 Brücken? Da stehen nur 6, dann passt das erstmal. Können wir so lassen. Lüneburg-Burg sind auch nur 6, passt. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Bad Zwischenahn, achso, die kamen von Gütersloh, da stehen 12. Die Kutschen sind alle unterwegs, ne? 6 und die letzte. Auch 6, die sind voll. Was macht unsere finanziellen Geschichten hier? Marge 39, was haben wir für ein Datum? 12. Juli, okay, das geht noch, da kann noch was werden. Fahrzeugwert ist 309.000, okay. Müssen wir mal schauen.
wie sich das da weiterentwickelt, ne? Also hier hatten wir gerade geguckt, das war ja okay. Gütersloh. Das ist der Hauptbahnhof nicht, sondern das ist der Hauptbahnhof. Für Zwischenahnen, die müssen hier runter. Okay, sind natürlich auch wieder reichlich. Wir sind hier drin, 18, das ist fast nix. Er fährt aber gut Geld ein eigentlich. Wir stehen in Neubrandenburg. 89, 52 davon über Köln. 9 Passagiere über Achim. 7 nach Achim. Köln 7, Lüneburg 5, Gütersloh 4, Gütersloh über 4 waren das gerade, 3 normal nach Gütersloh und 2 nach Lüneburg, okay. Und wie viele stehen in Köln? Wahrscheinlich ganz viele, ne? 39, Neubrandenburg 14, über Lüneburg 7. Über Gütersloh 6, über Gütersloh 6, über Lüneburg. Okay, die fahren alle in einer Richtung. Niemand will mehr nach Jena. 39 in die Richtung. Haben wir da noch Leute drauf, Fahrgäste drauf? Kutschen drauf, vielmehr? Ja, sind welche. Die ist voll. Und die letzte davon? Ah, 4 von 6, okay. Läuft da nicht so gut, ne? Mach den zu. Das war Neubrandenburg. Da müsste der Zug ja als nächstes hinkommen. Da unten ist er auch. Interessiert mich, warte mal, lass mal offen. Mich interessiert, ob der die alle mitnimmt. Aber müsste er eigentlich, ne? Alle, die nach Köln wollen hier. Aber schafft er gar nicht. 59 sind das. Doch, schafft er doch. Der hat 62, ne, oder? Ja. Wenn es nicht gerade mehr werden, ne? 52,7 steht da. Kutsche kommt gerade nicht vor dem Zug an, das ist gut. 52,7, also 59 fahren da. Aber es können welche sitzen geblieben sein und das sieht ganz danach aus, glaube ich. Das waren nicht alle weg. Das heißt, es stehen hier noch welche. Oder? Doch, hier unten einer. Ja, da können wir mit leben. Ach, der hat hier irgendwie eine Wartezeit drin, ne? Ob das jetzt gut ist? Wenn voll, dann brauchen wir eigentlich nicht warten, ne? Ach ne, da muss ich den Fahrplan anpassen, Ben. Dampflok über die Adler findet keinen Weg mehr, das ist unser Problem. Das heißt, irgendwo ist wieder mal so ein Schnitt da drin. Da ist er. Da ist der Fehler. Schnell. Fährt sie jetzt? Ist noch so ein Problem? Nö, sieht nicht so aus. Ah, da geht's auch weiter. Gut, Glück gehabt. So, hier sind schon ein paar weniger, glaube ich. Das sieht schon nicht schlecht aus. Und die 59, also 2. Ah, nee, nicht. 62. Und alle wollen nach Köln. Gut. Wir stehen hier noch für Köln jetzt drin. Einer. Vier. Vier Stück, okay. Aber Achim sind mittlerweile 15, 31. 31. Kutschen kommen da, aber... Oh doch, sind einige. Dann lass die erstmal fahren und dann gucken wir weiter. Lass uns mal die andere Seite vom Land angucken. Hier, da war ja auch was zu machen. Okay. Da waren schon die Kutschen zu sehen da oben. Hier ist keiner. Drei Passagiere warten da. Wir sind in der letzten Kutsche drin. Keine. In der vorletzten auch keine. Und in der ersten? Ich glaube, jetzt können wir 6. Super, oder? Das bringt es ja hier gar nicht. Da sind 6 drin. Die fährt schon zurück, die Kutsche. Hat aber auch 6 geladen. Okay, wie viele stehen hier? 21. Bei dem anderen standen nur 3.
Das heißt, diese Kutsche werden wir mal gerade auf einer anderen Linie setzen. Bünde Ettling, Bünde Willig. Bünde Rathaus ist der erste Punkt. Gut, fahr da mal hin. Weil die war ja auch leer, ne? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir stehen hier. Nach Ettling nur 6, aber nach Willig ganz viele. Also ist das schon richtig, das so zu machen, denke ich. Können wir erstmal so lassen. Hier unten ist auch auf Nichtladen. Hier ist noch einer zugegangen. Hier ist gerade der nächste zugegangen und die andere kommt gleich schon an, oder? Was sind das hier? Achso, das sind Leute mit Zylinder. Das ist ja die passende Zeit. 1836. Da ist man mit langem Kleid noch durch die Gegend gelaufen. Der ist auch weg. Jetzt ist nur noch der Köln-Neubrandenburg. Und der ist da unterwegs. Ja, das war die letzte, die ich dann noch genommen habe. Die war geladen und habe dann erst umgestellt. So, Zug kommt gleich in Köln an. Ja, passt, oder? Würde ich sagen. Machen wir gerade schneller. Ja, die müssten alle weg sein gleich, oder? Aber die anderen wollen ja noch weiter. Jetzt werden es weniger. Okay, 52 Zähne waren für Köln direkt. Passt erstmal. Die sind mit 42 jetzt unterwegs. Auch nicht schlecht. Jetzt fährt er ja erst hierhin. Aachen, Aachen, Lüneburg, Köln, Köln, Gütersloh, Gütersloh, Lüneburg. 7, 8, 9. 18. Ja, 18 sind es dann nur. Okay, wird aber laufen und wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gerne einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.